Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin General Pilofers und wir spielen heute Rome 2 Total War. Ja, ich habe jahrelang auf dieses Spiel hingewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir reinspielen. Und bei einem Spiel wie Rome 2 Total War gehört es sich natürlich gleich am Anfang, die Kampagne mit den Römern zu spielen. Und ja, das wollen wir dann auch gleich machen. Ich habe nicht mal den Prolog gespielt und ja, start jetzt einfach mal rein. Wir haben hier die verschiedenen Kulturen zur Auswahl. Das griechische Staatenpack werde ich mir sehr bald holen. Wir haben bei den Römern die Auswahl zwischen den Cornelian, den Julian und den Junian. Und ich wähle hier mal die Julia, einfach weil sie, ja, finde ich historisch ganz interessant sind. Cäsar war ja auch aus dem Haus der Julia, heißt ja Gaius Julius Cäsar. Das kann man daran auch sehen. Und ja, ich würde sagen, wir lesen uns einfach mal kurz durch, was da steht. Wer das schon kennt oder wen das nicht interessiert, der kann ja einfach eine Minute vorspulen. Ansonsten viel Spaß mit diesem Let's Play. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich würde sagen, das wird ein richtig episches Let's Play. Ich freue mich drauf. Auf geht's. Rom wird die Welt regieren. Das ist sein Schicksal. Schon von jeher. Die Abstammungslinie der Römer führt zu Herakles zurück. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es ihnen an Stolz nicht fehlt. Und an Wildheit mangelt es ihnen ebenso wenig. Rom wurde von Romulus und Remus gegründet, Zwillingen, die von einer Wölfin großgezogen worden waren. Ihre Armeen mögen einige Niederlagen erlitten haben, aber sie haben sich immer wieder aufgerappelt und weitergekämpft. Nun, umringt von Rivalen und potenziellen Feinden, erwarten Rom an jeder Ecke Herausforderungen. Wer Rom regiert, kann die Welt regieren, jedoch nur durch den Ruhm der Eroberungen. Ja, und das ist schon ganz richtig, denn wir wissen ja, solange Rom noch erobert hat, ist es ja mächtig gewesen, ist es immer mächtiger geworden. Irgendwann war Rom dann zu groß, um es quasi verwalten zu können, wurde ja in zwei Reiche aufgespalten. Aber all das will ich ja jetzt nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall soll dieses Let's Play ein bisschen historisches Hintergrundwissen mitvermitteln und natürlich den Spaß am Spiel. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ich bin ja jetzt 3 Tage zu spät, also zwei Tage nach dem Release, nach Hause gekommen aus dem Urlaub und habe diese 2 Tage wirklich nichts anderes gemacht, als an dieses Spiel zu denken. Insofern, ich bin richtig aufgeregt. Wir spielen hier die Julia. 272 vor Christus geht's los. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Herausforderung leicht bedeutet, dass die Römer eine leichte Nation zum Spielen sind. Das ist auch völlig normal und klar. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, ich werde natürlich nicht nur die Römer spielen. Ich habe geplant, in weiter Zukunft die Karthager noch zu Let's Playen. Das habe ich auch in Rome 1 Let's Played, diese Nation. Und die Spartaner im Koop-Projekt. Na gut, dazu mehr. Nun zurück zu den Juliern. Die Julier sind eine antike Patrizierfamilie, die seit Jahrhunderten die Tradition halten, ein hohes Amt zu erwerben. Die berühmteste Persönlichkeit des Clans war Gaius Julius Caesar, der zum lebenslangen Diktator wurde. Ja, lebenslang ist gut, denn so lange war er dann auch nicht Diktator, aber immerhin, er ist ja im Grunde der Begründer der römischen Kaiserschaft. Davor gab es ja nur römische Königsherrschaft, dann lange Senatsherrschaft und er ist dann quasi Kaiser geworden. Kaiser leitet sich ja schon von dem Wort Caesar ab. Also insofern, er ist wirklich der Begründer, der Kaiser. Sogar das Wort Zar im Russischen leitet sich davon ab. Ja, die Julier zeichnen sich aus durch folgende Fähigkeiten. Kulturelle Unterdrücker. Plus 25% Strafe auf öffentliche Ordnung durch Anwesenheit fremder Kulturen. Romanisierung plus 4 kulturelle Konvertierung. Und barbarische Unterdrücker plus 10 Moral beim Kampf gegen barbarische Stämme. Wir spielen das Ganze auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mit maximaler Grafik, also alles ist auf extrem und so hoch wie möglich. Die Folgen werden ungefähr 20 Minuten, 15 bis 25 Minuten immer betragen. Das ist einfach deshalb so, weil mein Internet schlecht ist und ich dann ein bisschen mehr Folgen hochladen kann. Ich habe jetzt übrigens vor, jeden Tag 3 ROM 2 Videos rauszubringen und mindestens alle 2 Tage eine Let's Play Folge, also freut euch drauf. Und wir sehen hier noch bei Rom, da gibt es folgende Vorteile. Panem et Circenses, also Brot und Spiele, plus 1 Nahrung in allen Provinzen und römische Legionen plus 1 Erfahrungsrang für römische Infanterierekruten. Dann würde ich sagen, ist es soweit, wir starten die Kampagne auf 3, 1, 2, 3.
Ja, also ich bin völlig blind. Ich spiele das jetzt völlig blind. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber wenn ich 2 Tage zu spät aufnehme, ist es klar, da muss ich dann auch irgendwann loslegen. Denn die anderen haben schon ihre Let's Plays rausgebracht. Und man ist als Let's Player ja doch irgendwie ein Nachteil, wenn man sein Let's Play etwas später rausbringt. Umso schöner wäre es natürlich, wenn ihr hier jetzt wirklich aktiv dabei wärt. Ich habe ja schon Erfahrung mit Rome Total War. Ich habe allgemein sehr viel Erfahrung mit Total War Spielen. Also sehr viel. Im Sinne von sehr viel. Ich bin jetzt kein Profi, aber ich habe sehr viel Erfahrung damit. Insofern wird das jetzt auch kein absolutes Rumgenube, aber ich denke mal, die Zuschauer, die mich kennen, werden das ja eh wissen. Ein guter Schäfer schert seine Schafe und häutet sie nicht. Tiberius, römischer Kaiser, oder? Ja, weiß nicht, was da stand. Naja, gut, also die Ladezeit ist schon mal recht lang, aber ich glaube, es kommt auch erstmal ein kleiner Vorspann zu den Juliern. Und die Julier waren ja auch in Rome 1 eine interessante Macht, weil sie bei der Bevölkerung besonders angesehen waren. Und ich glaube, jetzt geht's los. Ihr seid im Krieg mit der Etruskischen Liga. Marschiert nach Norden und erobert ihr Gebiet. So könnt ihr Italien stärken und die Sicherheit Roms gewähren. Wenn ihr eure Herrschaft ausweiten wollt, müsst ihr Krieg führen. Syrakus und Karthago haben Territorium in Magna Graecia. Wenn ihr euch also zum Mittelmeer ausdehnen wollt, ist ein Konflikt nicht zu vermeiden. Andernfalls könnten sie nützliche Verbündete gegen Etrurien und gallische Stämme im Norden sein. Was auch kommt, Rom wird triumphieren. Alles klar. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir haben ein Ziel erteilt bekommen. Stimmt meinen kühnen Plänen zu. Aus bescheidenen Anfängen entstehen großartige Dinge. Macht einen ersten Schritt und errichtet einen Brückenkopf, von dem aus eure Kämpfer Großartiges erreichen. Ziele beherrscht 2 Provinzen entweder durch direkten Besitz oder über Klientelkönigtum und Militärbündnisse. Eurer Liste von Zielen wurde ein neues Bonusziel hinzugefügt. Schatzkammer plus 2500 ist die Belohnung für das Erreichen des Ziels. Wie gesagt, ich habe den Prolog nicht gespielt, das heißt, ich muss mich hier wirklich erstmal zurechtfinden. Von der Grafik muss ich sagen, habe ich etwas mehr Schärfe erwartet. Vielleicht muss ich da in den Grafikeinstellungen nochmal nachjustieren. Es ist nicht so hundertprozentig scharf gerade. Naja, egal, das sei mal jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, was uns der Typ da eben gesagt hat, nämlich, dass wir entweder Krieg führen können hier gegen Karthago und auch Syrakus, oder wir können uns mit ihnen verbünden, um gegen die nördlichen Stämme, also die Gallier, auch vorzugehen. Und wir sehen hier, die Alpen sind wirklich mächtig dargestellt. Also noch mächtiger als in Rome 1. Das ist wirklich cool gemacht. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal einen Auftrag, nämlich die Etruskische Liga hier ein bisschen zu vernichten. Und ich glaube, wir können auch in Rom bereits was bauen. Als Verwaltungszentrum einer Region enthält eine Siedlung sowohl Handels- als auch Militärgebäude. Siedlungen verbrauchen die meiste Nahrung in der Provinz. Daher ist es besonders wichtig, nahrungsproduzierende Gebäude zu verbessern, um Knappheiten zu vermeiden. Alles klar, ist auch schon mal gut zu wissen, aber ich würde eigentlich ganz gerne diesen Berater abschalten. Naja, machen wir dann noch. Machen wir zur 2. Folge hin, versprochen. Jetzt werde ich schon angeschrieben. Naja, also dann schauen wir mal, was können wir hier denn machen? Neapolis, Ariminium, Velatri. Okay, Ariminium und Velatri müssen wir erst noch erobern. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Armee, die sieht schon mal ganz gut aus. Hastati 2 Stück, Velites 2 Stück und Leves 3 Stück. Leves kenne ich gar nicht. Was ist das für eine Einheit? Ah, auch ein armer Mann kann einen Speer kunstvoll werfen. Ist wahrscheinlich so eine Art Milizspeerwerfer. Noch mehr milizhafter als ein Velites. Velites waren ja eigentlich schon so eine Miliz. Jetzt muss ich mal schauen. Also hier können wir auf jeden Fall unsere römische Stadt verbessern. Hier können wir Kampfplatz des Mars, haben wir hier schon, und den könnten wir ausbauen. Oder wir könnten die Stadt erweitern. Hier können wir noch einen Schrein bauen, das heißt, hier können wir uns für eine Religion entscheiden. Hier können wir ein römisches Dorf bauen. Das bringt auf jeden Fall Nahrung ein, und hier können wir einen Hafen errichten. Ja, okay, hier Details, Streitmächte aufstellen, das ist doch mal ganz gut. In diesem Tab werden sämtliche zur Rekrutierung verfügbaren Schiffe in der Provinz angezeigt. So, der Berater ist ausgestellt, denn der soll ja jetzt nicht die ganze Zeit reden, wir wollen ja hier das Let's Play sehen. Also wir haben hier verschiedene Kandidaten anscheinend, mit denen wir eine Armee aufstellen können. Ich glaube, man stellt ja jetzt Armeen direkt mit dem General auf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hier ist die Stellung. Befestigen, Hinterhalt, plündern, Gewaltmarsch. Das sind diese verschiedenen Modi, die eine Armee einnehmen kann. Details, Einheiten rekrutieren, genau. So, was können wir hier rekrutieren? Hastati, Velites oder Leves? Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt rekrutieren, dann sind wir natürlich später in Velatri oder sonst wo. Aber einen Hastati können wir doch schon mal rekrutieren, dann haben wir ein bisschen mehr Hauptarmee. Gleichzeitig haben wir hier eine schöne Flotte. Decimus Brutus ist der Admiral. Decimus ist ja der Zehnte, also Brutus der Zehnte im Grunde. Und mit dem können wir möglicherweise auch rekrutieren. Mal schauen. Einheiten rekrutieren. Ja, eine Überfall-Himiolia. Aber nur mit Leves bestückt. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. In Neapolis könnten wir vielleicht ein bisschen was ausbauen. Ich wäre ja doch interessiert, jetzt wirklich erstmal auch das römische Dorf auszubauen. Also, dann machen wir das mal in Neapolis. Dann haben wir dort schon mal ein bisschen mehr. Hier unten sehen wir dann auch schon gleich, was wir alles machen können. Hier haben wir die verschiedenen Anzeigen. Ich muss noch lernen, wofür das steht. Nahrungsüberschuss, voraussichtliches Einkommen und derzeitige Schatzkammer. Alles klar. Gut, also das ist eigentlich sehr gut gemacht hier von der Übersicht. Mit der Diplomatie, da können wir dann mal reinschauen. Wie sieht die denn aus? Alles klar. Also wir sind mit Karthago sind wir nicht so gut dran. Die Beziehungen sind unfreundlich. Mit Sparta geht's eigentlich noch, mit Athen auch. Vielleicht sollten wir mal mit Athen Diplomatie initiieren. Seid gegrüßt, mein Freund. Sprecht, und wenn es meinem Volk zugute kommt, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Ja, das ist ja ganz schön, nur leider kann ich dir noch nichts vorschlagen, oder? Ah doch, hier. Wie wär's mit einem... Oh, Handelsabkommen brechen? Ich würde eigentlich gerne ein Handelsabkommen mit ihnen schließen. Handelsabkommen. Ja, Erfolgswahrscheinlichkeit ist niedrig, aber wir probieren es einfach mal. Abgelehnt. Na gut, liebe Spartaner oder Athener, wem auch immer wir das gerade vorgeschlagen haben, dann eben nicht. Dann, würde ich sagen, haben wir noch was zu tun. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Wir können auch in Rom natürlich noch was bauen, wenn wir wollen. Schrein des Merkur. Wohlstand, öffentliche Ordnung. Öffentliche Ordnung. Was ist denn am teuersten? Das ist wahrscheinlich dann auch am besten hier. Schrein des Neptun. Verbreitet lateinische Kultur, das ist schon mal gut. Öffentliche Ordnung, Wohlstand, stellt Garnison bereit, Plebeja. Ah, bauen wir doch mal den Schrein des Neptun in Rom. So, und in Neapel wird ja schon gebaut. Eigentlich kann sich Neapel nicht beschweren. Ansonsten hier unten, Brundusium wird auch von uns verwaltet, oder wie? Ach, okay. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine kleine römische Familie, sondern wir kontrollieren ganz Rom. Alles klar, gut zu wissen. Hier unten haben wir auch nochmal eine kleine Armee in Cosentia. Ich würde sagen, die bewegen wir mal da rein. Eure Pflicht, in Brundisium auch. Na, da haben wir nicht so viel Armee. Ich muss mir das noch angewöhnen, wie ich hier zur Armee umswitchen kann. Was können wir hier denn so machen? Wir können noch ein römisches Dorf bauen oder wir machen mal den Fischhandel etwas besser. Aber das verschlechtert die öffentliche Ordnung. Also vielleicht erstmal wieder ein römisches Dorf bauen. In Cosentia könnten wir... Ach, da machen wir mal gar nichts. Wir haben jetzt eh nicht mehr so viel Geld in der Schatzkammer. Warten jetzt einfach auf die nächste Runde. Hier haben wir noch einen kleinen Spion. Der könnte sich auch mal vorbewegen. Wie geht das mit der Leertaste? Immer noch? Ja. Mit der Leertaste kann man Bewegungen immer noch verschnellern. Machen wir jetzt aber gar nicht unbedingt. Ja, da ist ein feindlicher General, den können wir jetzt mal versuchen zu töten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist bei Gift am größten, deshalb machen wir das mal. Mal sehen, ob das klappt. Ah, der Attentatsversuch schlug fehl. Oh. Also immerhin wurde er nicht getötet, unser Spion. Allerdings hat er jetzt aber auch nicht den feindlichen General vergiften können. Halb so wild, er wurde immerhin nicht getötet, aber er wurde entdeckt. Das heißt, ein feindlicher Spion kann jetzt kommen und ihn kriegen. In Shogun 2 Total War wurde das ja ein bisschen animiert. Also wenn der Ninja dann angeschlichen kam und wie das Ganze passiert ist. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Schade, dass das hier nicht in Rome 2 so ist. Naja. Zu euren Diensten. Gut, also die Armee da rekrutiert ja gerade noch. Dann würde ich sagen, beenden wir unsere erste Runde. Warnung, möchtet ihr diese Runde wirklich beenden? Ihr erforscht keine Technologien, ja dann nicht. Wo erforsche ich denn Technologien? Chat, Menü. Hier vielleicht, Technologie, genau. So, also. Versorgungsreformen. Ah, okay, zivil oder Militär?
Also Militär wäre Versorgungsreform und wird, ja, zivil wäre, also ermöglicht den Bau von Viehstall oder Auxiliarlager. 50 Munition, ja, das erforschen wir. Das ist gut. Also 50% mehr Munition ist schon einiges, das sollten wir auf jeden Fall erforschen. Gerade weil wir ja viele Fernkämpfer jetzt haben und die Schiffe sind ja auch alle Fernkämpfer im Moment. Zumindest größtenteils. Bewegen wir mal unsere Flotte auch hier hoch. Ich möchte da wirklich mal schauen, was da los ist da oben. Wir als Julia möchten uns ja gen Norden orientieren. Bisschen zu den Barbaren hin. Ja, und dann geht's dann auch schon in die nächste Runde jetzt endlich. Ja, sorry, dass das so lange dauert hier, aber wir wollen uns ja schön zurechtfinden hier, ne? Wollen ja nicht irgendwie spielen. Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen raten zu Frieden. Was sagt ihr dazu? Nein, ich will keinen Frieden. Tut mir leid. Also, ich möchte euch erobern. dieses Angebot kommt etwas zu spät, würde ich sagen, denn... Oder vielleicht auch etwas zu früh, denn wir starten hier rein mit euch im Krieg und wir wollen ja expandieren. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass wir euch angreifen. Aber ich glaube, das kam jetzt, falls wir gen Süden uns orientieren wollen würden, dann hätten wir da jetzt annehmen können, aber wir wollen ja gen Norden. Eure Befehle. So, dort ist ein Schiff der Etruskischen Liga. Dann wollen wir doch schon mal unsere erste Seeschlacht schlagen, wollte ich gerade sagen. Aber nein, wir müssen da ja erst nochmal hinterher fahren. Oh, wow. Die haben aber mehr. Italienische Speerkämpfer. Ah, nee. Ach, wie cool. Die haben da nur ein Schiff mit Soldaten drauf. Wir haben richtige Kriegsschiffe, oder? Oder wie ist das? Auf jeden Fall sieht das hier gut für uns aus. Na gut. Spielen wir mal das Gefecht auf in die erste Seeschlacht von Rome 2 Total War. Ich freue mich übrigens riesig auf die Multiplayer-Schlachten. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt am Anfang nicht zu verbuggt ist. Das wäre auch normal, dass es jetzt am Anfang noch nicht perfekt gebalanced ist. Aber ich freue mich einfach, diesen Multiplayer von Rome 2 genießen zu können. Denn in Rome 1, da waren nicht mehr so viele Leute da, nachdem das Spiel schon 10 Jahre raus war. Und außerdem gab es dann oft diesen GS-Fehler. Also das war immer so ein bisschen doof in Rome 1. Und jetzt diese Epoche, die wirklich meine Lieblingsepoche ist, diese Antike, diese ganze Welt der Antike im Multiplayer spielen zu können, das ist eigentlich ein Traum. Und dann auch noch mit der guten Grafik jetzt. Das Taktische muss ich halt noch beurteilen, wie das hier ist. Das Wetter ist trocken, dann wollen wir doch mal die Aufstellung starten und schon mal gleich ranzoomen. So, da haben wir unsere Angriffsquadreme, vollgepackt mit Legionären. Dann haben wir hier eine Überfall-Einheit, alles klar, Speerwerfer, okay, und noch eine hier. Schauen wir mal bei dem Gegner vorbei, der hat 4 Schiffe, uiuiuiui. Transporter allerdings nur. Ja, ich hoffe mal, die fliehen irgendwie, oder ansonsten haben wir es natürlich doch schwer. Also ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Heerbahnplänkler, italienische Speerkämpfer, 2 Stück und einmal italienische Adelskavallerie, das ist auch der General hier, glaube ich, der mit dem goldenen Panzer. Also was die Grafik betrifft, ist das Ganze noch etwas körnig. Da muss ich wirklich nochmal nachschauen. Man kann die Grafik mit Sicherheit verbessern, da bin ich mir sicher. Da gibt es ja immer ein paar Tricks. Ich schaue mich da mal um, ob da schon jemand ein Video zu gemacht hat. Ich glaube sogar Rebel Gamix hat da schon ein Video zu gemacht. Dann werde ich mir das doch mal gleich reinziehen. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, los geht's. Auf in die Schlacht, ihr Legionäre. Die Überfallkorten lassen wir mal außen lang schwimmen und das Hauptschiff mal... vorwärts, und die Schiffe sind ja richtig schnell. Uiuiui, die sind richtig schnell unterwegs, die Schiffe. Hier können wir die Peitsche einsetzen, da gibt es schnelles Rudern, alles klar. Peitsche einsetzen, was bewirkt das eigentlich? Okay, Nahkampfangriff, verbesserte Angriffs- und Erschöpfungsresistenz über einen kurzen Zeitraum. Okay, ist also einfach eine Spezialfähigkeit, die ganz praktisch ist. Schauen wir mal, was wir mit dem Schiff anfangen können. Ach, sehe ich das richtig? Diese Transportschiffe sind... Also entweder ist die KI hier strunzdoof und bleibt einfach nur stehen. Oder diese Schiffe sind wirklich nicht kampffähig, weil es einfach nur Transporter sind. Okay, sie können sich bewegen, aber sie sind nicht kampffähig, wie es aussieht. Können wir hier in einen RAM-Modus gehen? Kriegsschrei haben wir auch noch. Uiuiui. Richtig viel. So, und hier geht's dann jetzt los. Machen wir mal den Kriegsschrei. Uiuiuiui. Wer ist da kaputt gegangen bei dem RAM-Manöver? Da gehen sie von Bord. Da gehen sie von Bord. Schaut euch das an, die italienischen Speerkämpfer.
Haha. Da haben sie es mit der Angst bekommen. Durch das reine Rammmanöver. Wunderbar. Kriegsschrei ist aktiviert. Also eigentlich müssten auch diese hier es jetzt gleich mit der Angst bekommen. Ne, Kriegsschrei wird gleich aktiviert, oder? Uiuiui, und die Speerwerfer werfen auch schon mit ihren Speeren. Die Adelskavallerie allerdings, die hält sich noch etwas länger. Ist ja auch mal interessant. Unser General wird angegriffen. Lasst ihr euren Stahl Kriegsschrei. Ja, also jetzt ist gerade ein bisschen komisch. Unser Generalsschiff bleibt hier etwas stehen und wird jetzt von allen Seiten beschossen. Das ist natürlich nicht so gut. What? Unser ganzes Schiff ist hier zusammengekracht. Heieiei. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich weiß nicht, was wir da falsch gemacht haben. Wüsste ich natürlich gerne. Ja, schnelles Nachladen müssen wir auf jeden Fall mal aktivieren, damit wir noch ein bisschen Schaden machen. Aber ich habe das Gefühl, die Schilde halten hier diese einfachen Speere sehr gut auf. Also das ist doch etwas heftig, dass hier mein Schiff einfach so explodiert ist. Ich glaube, das lag an den Brandpfeilen. Da müssen wir wirklich mal schauen auf diese Fähigkeit. Die scheint sehr effektiv zu sein. Jetzt werden wir hier auch noch geentert. Also das ist mal ein Desaster hier. Die erste Seeschlacht. Kein guter Anfang. Tut mir leid. Ich verspreche euch, die Landschlacht wird besser, denn... ja, hier in der Seeschlacht muss ich halt erstmal wissen, wie das ist mit diesen Transportschiffen und wie das überhaupt funktioniert. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Voraus! Ja, und hier könnten wir uns jetzt zum Beispiel mal zurückziehen, oder? Geht das denn hier? Zurückziehen. Mit dem Rückzugsfeld zieht ja. So, mit der Einheit ziehen wir uns mal zurück. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, 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 da gehen noch Brandpfeile rein. Ja, das Gefecht wird beendet. Wir haben Errungenschaften bekommen, aber das war mal gar nicht gut. 41 Männer getötet, ein Schiff versenkt. Na gut, aber... Ah, das war nicht gut. Aber immerhin wissen wir jetzt, woran wir sind. Seetechnisch müssen wir also erstmal bessere Häfen bauen und dann bessere Schiffe ausheben. Dann wird es schon gehen. Brandpfeile scheinen sehr effektiv zu sein. Nach eurem ersten Kampf könnt ihr euch als Sohn des Mars schätzen. Ach, Moment. Das kann doch nicht sein. Ja, ja, eben. Zurück! Wie ist das jetzt ausgegangen? Wir haben da noch ein Schiff übrig. Womit genau das, das wir zurückgezogen das haben. Kann sich nicht weiter. Oh, ich habe doch den Berater ausgestellt. Meine Güte. Es ist eine Ehre, ach, Rom zu schaut dienen. Mal her, den Admiral habe ich noch. Das ist ja interessant. Ich erwarte eure Der Admiral Befehl. Ist doch eigentlich gestorben. Naja, okay. Ich will mich nicht beschweren, es ist ja zu meinem Vorteil. Dennoch, komisch ist es schon. Dann bewegen wir uns mal nach Velatri. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. So, da drin haben wir italienische Speerkämpfer, Mob und Herbern Schleuderer. Und ich würde sagen, wir spielen die Schlacht jetzt einfach, weil ich das jetzt mal lernen will hier. Belagerungsangriff. Auf geht's. Und wir haben 3 Hastati jetzt. Damit müsste das doch klappen können. Die Schlacht von Velatri 271 vor Christus. Die erste Stadt, die wir vielleicht in unseren Besitz bringen können. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir die Infrastruktur schnell hochgebaut kriegen, damit wir wirklich Elite-Armee ausbilden können. Ich bin eigentlich auf eine schnelle Expansion aus, denn die Erfahrung sagt mir, je länger ich mit der Expansion warte, desto besser werden meine Gegner. Deshalb sollten wir wirklich schnell nach Norden expandieren. Der ganze Süden, die ganzen griechischen Kleinstaaten, ja, vielleicht auch Stadtstaaten, interessieren uns dann erstmal weniger. Da werden wir ja mit Karthago dann noch kämpfen können. Jetzt haben wir Regen. Das heißt, wir warten lieber noch einmal. Ich will keinen Regen. Jetzt haben wir wieder Regen. Warten wir noch einmal. Jetzt haben wir trockenes Wetter. Aufstellung starten. Wunderbar. So, jetzt haben wir endlich unsere Armee. Dann wollen wir uns mal gleich sortieren. Hier erstmal die Leves nach vorne. Dann die Velites in die zweite Reihe. Und die Hastati in die dritte Reihe. Und dann schauen wir uns nochmal die Einheiten von nah an, würde ich sagen. Also hier haben wir auf jeden Fall die Leves, das sind einfache Bauern, das sieht man auch schon richtig am Design. Die Grafik muss aber wirklich noch hochschraubbar sein. Komisch, komisch. Naja, das wird schon gemacht, keine Sorge. Velites hier mit den Wolfsmützen, wie in Rome 1 Total War. Ziemlich coole Einheit und dahinter stehen dann die Hastati, das heißt die Legionäre. Und ja, die haben dann natürlich auch schon so einen Adler. Ich freue mich übrigens drauf, meine Legionen dann endlich nachher benennen zu können. Da habe ich mich, lange, lange drauf gefreut. So, und dann wollen wir hier erstmal die Armee gruppieren. Den General gruppiere ich nie mit, weil ich den sonst aus Versehen irgendwo hinschicke, wo ich den gar nicht hinhaben will.
Dann würde ich sagen, die Stadt hat ja nicht mal Stadtmauern. Gefecht starten. So, dann wird jetzt auch schnell vorgerückt, gleich im Alltempo. Die Hörner tönen bereits und die römische Armee setzt sich in Gang. Dort befinden sich jetzt bereits die italienischen Speerkämpfer, Heerwahn, Steinschleuderer und ja auch der Mob. Eigentlich alles in allem alles nur Bauern. Wobei die italienischen Speerkämpfer natürlich schon ganz gut aussehen, muss man sagen. Also, was mir auch gefällt, ist, die Einheiten sehen jetzt nicht alle gleich aus. Also, das ist wirklich ein bisschen divers, haben unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Helme, unterschiedliche Schilde. Das sieht schon richtig cool aus, viel realistischer, muss ich sagen. So, und jetzt wollen wir erstmal unsere Leves vorschicken. Die sollen erstmal ihre Speere abwerfen. Und danach können dann die Velites ihre Speere werfen und dann können wir mit den Hastati kommen. Können wir mit denen denn ohne Befehl feuern irgendwie einstellen? Sehe ich jetzt gerade nicht. So, welche Reichweite habt ihr denn, liebe Leute? Ach, ihr habt genug Reichweite, ihr werft schon von alleine, oder wie? Feuert auf den Feind! So, feuert auf den Feind, Leves. Wir werden beschossen hier, wir schießen gar nicht selber, wir werden gerade beschossen. Von diesen Steinschleuderern. Na dann, schauen wir mal, ob unsere Leves was dagegen tun können. Unsere Pfeile, unsere Speere richten eigentlich gar nicht mal so viel Schaden an. Aber wir schaffen es dadurch, den Feind ein bisschen herzulocken. Wir haben jetzt, oh Gott, die Männer wanken schon. Alles klar, das ist natürlich nicht so geplant. Das konnte ich aber auch nicht wissen, dass die so schlecht sind. Dann wollen wir doch mal mit den Hastati in den Kampf gehen. Die Sache mal entscheiden hier. Den General natürlich sofort hinzuziehen für die Moral. Die Velites können jetzt den Einheiten in den Rücken schießen, das ist schon mal ganz gut. Oh, und die Salve der Hastati hat gesessen. Aber wie die gesessen hat. Und da wird jetzt die Peitsche eingesetzt. Bei den römischen Einheiten. Dreifaches Peitschen einsetzen bei den Römern. Der General stößt dann gleich hinzu. Die Fernkämpfer können von hinten natürlich Schaden machen. Jetzt reitet der General auch zum Schlachtfeld. Da vorne wanken bereits die ersten italienischen Einheiten. Und die Römer, die metzeln sich da durch. Da haben die italienischen Speerkämpfer keine Chance. Da müssen wahrscheinlich schon bald die Steinschleuderer aushelfen. Ja, und jetzt kommt der Kriegsschrei des Generals hinzu. Wunderbar, wunderbar. Keine Chance für den Feind. Der General zieht sich ein wenig zurück, aber nur ein ganz wenig. Kleines wenig, kleines bisschen, damit er nicht von Pfeilen erwischt wird. 30 von 30 Mann hat der Legatus noch. Wunderbar. Und jetzt ziehen da die römischen Hastati durch. Die haben hier die Arbeit gemacht. Also die Fernkämpfer sind wirklich jetzt nicht so stark gewesen. Zumindest die Leves, die Velites, hat man schon gemerkt, die sind schon um einiges besser. Aber auf diese Leves, auf die kann man echt verzichten. Die würde ich nur als Meatshield einsetzen. Rennt da hinten hin, ich kann euch nicht mehr brauchen. Die Hastati auf jeden Fall, die haben ihren Job getan, haben den römischen Legionen alle Ehre gemacht und ja, so macht das Spiel dann schon Spaß, wenn man einfach sieht, dass sich solche Legionäre natürlich durchsetzen gegen ein paar italienische Bauern. Und somit gehört diese Stadt dann auch uns. Gefällt mir übrigens sehr gut, dass hier keine einfachen Straßen mehr sind, sondern dass das hier wirklich einfach schön befestigt alles ist, beziehungsweise dass es eben... Ja, also einerseits befestigt natürlich, auf der anderen Seite aber frei zum Bewegen. Das heißt, die Legionäre bewegen sich viel freier in der Stadt, glaube ich. Gut, also ich fahre jetzt nicht fort. Ich hoffe einfach, dass die Einheiten nicht ausreichen, um sich nochmal neu zu sammeln. Wir haben hier 482 getötet von 720. Der Rest ist geflohen. Das waren auch alles nur Bauern, also ich glaube, die sind da erledigt. Eine Einheit Leves hat ein bisschen Männer einbüßen müssen. Ansonsten lief das doch eigentlich ganz gut. Der Feind hat wirklich fast nichts getötet. 44 Männer. Spurius Helva wurde somit vernichtend geschlagen. Unter eurer Kontrolle. So, jetzt haben wir hier... Ah, jetzt haben wir die Möglichkeiten. Okay, besetzen. Instabilität der Provinz minus 33. Oh jo, das klingt aber viel. Dann können wir plündern, dann kriegen wir 670 oder niederreißen. Ich würde sagen, wir besetzen sie, denn wir wollen diese Provinz ja ausbauen selber. Und dafür ist gute Moral in der Bevölkerung Grundvoraussetzung. Und außerdem bringt uns das Plündern nicht genug Geld ein. Also besetzen. War das alles?
Ja, Lucius Julius Libo. Dieser pflichtbewusste Mann hat einen großen Erfahrungsschatz und feilt weiter an seinen Fertigkeiten. Er hat also seinen Rang verbessert, beziehungsweise wir können ihn verbessern. Wie geht das denn? Julius Libo, klicken wir dich doch mal an hier. Können wir dich irgendwo verbessern, hä? Oder hier, genau, Details wahrscheinlich. Und dann hier Generalsdetails. Bisschen umständlich gemacht, das war in Shogun 2 besser. Einfach Doppelklick auf den General. Naja, Generalsdetails, Belagerungsexperte. Ja, okay, der wird anscheinend von alleine verbessert. Ah, dieser Charakter kann eine weitere Fähigkeit lernen. Linksklick auf Fähigkeit, um sie zu erlernen. Okay, Justitia, Stratege, Kommandant. Ja, was bringt mir denn Hingabe, was bringt mir denn Autorität, was bringt mir denn List? Autorität ist wahrscheinlich gut, wenn ich den General im Senat verwenden will, später mal. Stratege ist gut für strategischen Vorteil oder ich weiß nicht genau, was das bringt. Und Krieger ist gut für die Moral, schätze ich. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal Krieger, das soll ein Eroberer werden, hier der General. So, wunderbar. Wunderbar. Unsere neue Stadt soll auf jeden Fall erstmal hier Velatri ein römisches Dorf bekommen. Und dann schauen wir uns doch mal gleich die Armee an. Der geht's eigentlich super, glaube ich. Nee, auflösen wollen wir die Einheiten auf keinen Fall. Aber wir können ja Söldner anheuern hier sogar. Italienische Söldnersperrkämpfer. Nee, danke. Die waren nicht gut. Die haben mir nicht gefallen. Einheiten rekrutieren, da wäre ich doch eindeutig für Hastati. Die haben sich absolut bewährt. Wir sollten hier wirklich mit Hastati arbeiten, glaube ich. Ja, und das wäre es dann schon mit der ersten Folge, würde ich sagen. Liebe Leute, es war richtig cool. Wir haben eine Seeschlacht geschlagen. Das war schon mal gleich die erste Schlacht. Die lief natürlich katastrophal. Da müssen wir schauen, was wir machen. Aber ich glaube, das waren auch total schwache Schiffe, die wir hatten. Bis auf dieses ein Legionärschiff. Und da hatten wir Pech, weil es eben ja von allen Einheiten mit Brandpfeilen beworfen wurde. Das konnten wir nicht wissen. Ein Schiff haben wir immerhin versenkt beim Gegner. Insofern war das ja nochmal ein fairer Tausch, könnte man sagen. Auch wenn unsere Einheit, glaube ich, wertvoller war als die des Gegners. Aber wir haben ja hier den General noch übrig. Also der ist ja jetzt nicht weg. Den haben wir durch Umstände doch noch bekommen. Der konnte sich noch retten und auf das fliehende Schiff schwimmen und wurde dort dann gleich aufs Schiff draufgehievt und dann ist er ab. Jo, zurück nach Rom. Zumindest ist er auf dem Weg nach Rom. Wollen wir ihn doch mal gleich hinschicken. Ariminium wird unser nächstes Ziel sein. Wir werden hier auf jeden Fall die Etruskische Liga sehr, sehr schnell vernichten. Und dann sehen wir hier auch schon, was als nächstes auf uns wartet. Ligurien zum Beispiel wartet darauf, erobert zu werden. Ich würde sagen, das war eine schöne erste Folge. Sie hat uns schon mal ein bisschen was vom Spiel gezeigt. Ich muss sagen, mein allererster Eindruck von Rom 2 ist sehr gut. Mich stört so ein bisschen halt, dass wir diese Seeschlacht jetzt so verloren haben, obwohl eigentlich das Kräfteverhältnis für uns super aussah. Also das habe ich noch nicht verstanden. Es kann aber auch sein, dass der Fehler bei mir liegt, weil ich keine Ahnung habe. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, warum wir das verloren haben, wie das war. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Es gibt jetzt noch einen kleinen Abspann, den gibt es aber nur bei den ersten drei Let's Play Folgen. Bis dann. Tschüss. Ja, das war's auch schon mit dieser ersten Let's Play Folge zu Rome 2 Total War. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Cool, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich wollte einfach noch ein paar kleine Dinge loswerden. Das ist ja jetzt die erste Folge gewesen und da sind natürlich viele neue Zuschauer dabei. Deshalb wollte ich noch so ein paar kleine Dinge erwähnen, die für euch interessant sein dürften, sofern euch das Video so einigermaßen gefallen hat. Erstmal ist mir wichtig, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Bitte lasst mir euer Feedback in den Kommentaren da. Gerne auch Kritik dann, aber bitte sachlich, begründet und konstruktiv. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, Mensch, das war einfach nur geil, hat mir gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Feedback und das Feedback ist mir auch wirklich wichtig, denn eure Kommentare gehen in das künftige Video ein. Ich nehme nämlich nicht 5 Videos am Stück auf und lade die dann hoch, sondern ich nehme ein Video auf, ich lade es hoch, ich schaue mir die Kommentare an und dann nehme ich das nächste Video auf. Das heißt, ihr habt mit euren Kommentaren wirklich Einfluss auf die nächste Let's Play Folge. Ja, zum anderen wollte ich natürlich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann seid ihr gerne dazu aufgerufen, einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Das hilft mir als YouTuber, weil das Video dadurch besser gefunden wird. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch so mal auf meinem Kanal vorbeischauen würdet und vielleicht auch ein Abo dalassen würdet. Ich stelle euch jetzt vor die Wahl. Entweder ihr klickt hierhin, also hier über meine Hand. So, hier über meine Hand. Dann kommt ihr zu meinem Kanal und könnt euch auch noch andere Videos anschauen.
Oder ihr klickt hierhin. Die meisten Zuschauer werden ja 1, 2, 3, 4 Tage danach, nach dem Hochladen dieses Videos reinschauen oder vielleicht noch viel später. Dann könnt ihr hier direkt zur zweiten Folge kommen und euch gleich den zweiten Part reinziehen. Ich freue mich über beide Varianten, also entscheidet euch entweder hier zu meinem Kanal oder zum nächsten Video, sobald es hochgeladen ist. Über meinen Händen ist ein Link, also einfach draufklicken. Ich würde sagen, die Links sind in 3 Sekunden weg. 1, 2, 3. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dieser ersten Folge. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe mir wirklich Mühe gemacht, das jetzt so schnell wie möglich hochzuladen. Bin heute noch, nach 8 Stunden Flughafen hin und her mit Flugverspätung und Anschlussflug nach München gekommen, bin dann um 9 Uhr zu Hause gewesen abends und hab mich jetzt noch hier hingesetzt und dieses Let's Play aufgenommen. Insofern, habt vielleicht etwas Verständnis dafür, dass ich nicht in Top-Verfassung war, aber ich denke, die Vorfreude aufs Spiel und der Spaß am Spiel dann haben mir die nötige Spannung gegeben, um das jetzt hier doch ganz schön durchzubringen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch in die anderen Videos reinschaut. In der Videobeschreibung gibt's nochmal ganz viele nützliche Informationen. Klickt einfach auf mehr Anzeigen. Da findet ihr auch nochmal eine Menge guter Links, auch zu anderen YouTube-Kanälen. Ich würde sagen, ciao bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Euer General Pilofas.